Herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben uns immer noch erfolgreich durch die ersten Spinnenhorden geschnetzelt. Und während sich Rockshar noch mit seinen Gefährten berät, ob es sich denn vielleicht bei der Spinne, die wir vorhin erkannten, wirklich um die besagte Reiterspinne handelt und es Amiri völlig egal ist, weil sie einfach nur alles in ihrem Weg niedermähen möchte, Harim sowieso gewohnt gleichgültig ist und Lindsay eigentlich viel zu sehr damit beschäftigt ist, uns als Helden zu porträtieren, komme ich nochmal auf einen anderen Vorschlag zurück, den ich letztes Mal ganz vergessen habe, den ich aber sehr genial finde. Und zwar Dialogeinstellungen. Erlaubt uns noch ein wenig zu spezifizieren, was wir denn im Bereich der Dialoge sehen. Und wir können die Gesinnungsvoraussetzungen in Dialogen ausschalten. Beziehungsweise Gesinnungswechsel in Dialogen anzeigen. Da müsste ich mal gucken. Was ich gerne hätte, wäre, dass das, was wir vorher gesehen haben, dieser und dieser Dialog steht für eine chaotisch gute Entscheidung, dieser und dieser steht für eine rechtschaffen gute Entscheidung, etc. pp. Dass wir diese Anzeigen nicht haben. Einerseits ist es natürlich schön, weil es eine Interpretationshilfe ist und die Aussagen manchmal nicht direkt erkennbar sind, was jetzt da tatsächlich hinterstehen soll und eine Gesinnungsorientierung da hilft, das zu verstehen. Aber ich fand den Einwand, dass es halt zu einem schöneren Rollenspiel verhilft, weil man sich intuitiver entscheidet, auch sehr trefflich. Deswegen würde ich das ganz gerne mal beobachten. Ich würde natürlich trotzdem ganz gerne irgendwie nachverfolgen, wie sich unsere Gesinnung durch das, was wir tun und was wir sagen, verändert. Gerade weil Rockshar als Kleriker mit chaotisch guter Gesinnung, naja, die Einstellung halt auch wichtig ist. Unter Umständen sogar wichtig, dass er, naja, seine Klasse und seinen Gott behalten darf. Zumindest kenne ich es von Baldur's Gate so, dass wenn ein Paladin, der muss rechtschaffen sein, er muss rechtschaffen gut sein, und wenn er von diesem Pfad abweicht, also wenn er sich irgendwie aus dem Rechtschaffenen herausbewegt oder aus dem Guten herausbewegt, verliert er seine Fähigkeiten als Paladin. Und das wäre natürlich sehr schade. Von daher, wir probieren das mal aus. Ich bin ganz gespannt, wie das funktioniert. Und ja. Machen jetzt aber erst einmal hier weiter im Kampf gegen die Spinnen. Und zwar ohne irgendwelches Gehabe und Tarnung. Oh, das ist aber eine größere, oder? Gut, wir laufen erstmal stumpf voran. So wie es Amiri unter Umständen gefallen würde. Ja, für Gorum. Und dann gucken wir mal, ob es sich hierbei wirklich um ein mieses Biest handelt oder nicht. So, Lindsay, was ist los? Unterstütze unsere Gefährten. Minus 2 Geschicklichkeit. Jagdspinnengift. Sehr unschön. Ich hatte gehofft, dass wir hier keine Geschicklichkeitsschäden mehr erleiden. Denn sonst sind wir relativ schnell am Ende. Gut. Ob wir so einen Gegner jetzt noch besiegen können, wird tatsächlich eine gewisse Herausforderung. Da wir schon so ziemlich jede Sonderfähigkeit, die uns zur Verfügung steht, und jede Heilmöglichkeit, die uns zur Verfügung steht, genutzt haben. Und rasten können wir auch nicht mehr. Denn die Rationen sind langsam aus. Gut. Mal gucken. Harim, haben wir denn noch Buffen? Können wir uns nicht mehr, der ist verbraucht. Wir haben natürlich noch den einen Schadenszauber, den ich auch sehr gerne dann nochmal mit Rockshar verwenden möchte. Aber ansonsten wollte ich gucken mal in sein Zauberbuch. Aber da können wir nicht aussehen, was wir verbraucht haben, ne? Ah, doch, sind beide ausgegraut. Genau, die haben wir beide benutzt. Und auch bei ihm sind wir bis auf seinen bebenden Knochen raus. Level 1 Zauber, haben wir noch ein bisschen Heilung. Da geht es uns aber eigentlich ganz gut. Ohrenbetäubender Schrei. Da habe ich schon mehrfach überlegt, ob der uns vielleicht wirklich mal hilft. Eine Runde Benommenheit. Ein Ziel kann benommen werden. 1d6 für jeweils 2 Zauberstufen. Da ich vermute, dass es ab Stufe 1 zählt, ist es halt 1 und 2.
Also wir müssen gucken, eventuell machen wir 2 W6 Schaden, weil wir auf Stufe 3 sind. Eventuell ist es immer noch ein W6 und erst ab Stufe 4 kommt der zweite dazu. Da weiß ich nicht, wie das gerechnet und gerundet wird. Probieren wir gleich mal aus. Zuerst stimmen wir Elite an. Amiri darf auf jeden Fall auch wieder in Kampfrausch verfallen. Er ruft sein Monster herbei. Ja, doch, es stellen sich Leute in unseren Weg. Das ist ja das Problem. Aber die beseitigen wir. Keine Bange. Okay. Nutzen wir das mal. So, sie kann jetzt auch nochmal. Komm schon. Los geht's. Da sind wir auch schon im Kampf. Vor. Dann probieren wir unser Glück mal und kümmern uns zuerst um die kleineren Viecher. Raksha muss sich definitiv ein bisschen zurückhalten. Denn die Geschicklichkeitsschäden verkraftet er überhaupt nicht mehr. Harem. Sturmangriff auf das Vieh. Go! So, das war ein wunderschöner Treffer. Das war ein noch viel besserer Treffer. Jetzt habe ich natürlich die Hoffnung, dass wir das Wesen flankiert bekommen. Flankieren funktioniert ja quasi auch bei Dungeons and Dragons. Nur allerdings sieht es da so aus, wir müssten eigentlich auf gegenüberliegenden Seiten stehen. Ob diagonal oder versetzt, ist es völlig egal. Aber wenn die beiden nebeneinander angreifen, gilt eigentlich nicht die Voraussetzung für Flankieren. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier gesetzt ist. Von daher probieren wir es einfach mal aus. Ja, Harem, die ist fast tot. Komm, einen schönen Schlag. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wobei Lindsay ihn so das Vieh so umgehauen hat. Gut, die Riesenspinne greift Amiri an. Das ist alles in Ordnung. Lebenspunkte hat sie auch noch genug. Jetzt, okay, gut. Bleib. Komm schon. Nehmt sie auseinander, jawohl. Einmal noch, Amiri. Schlitz sie auf. Schneid ihr die Beine ab. Na gut, wir gucken mal. Ich hoffe, dass er rangehen kann. Ohne einen Gelegenheitsangriff zu kassieren. Bleib ganz entspannt. Du schaffst das, du überlebst das. Was? Wieso funktioniert denn? Ach, das ist Gebrechen behandeln. Hier, leichte Wunden heilen. Einmal bitte auf sie. Du trittst bitte auch einmal heran. Und heilst Amiri. Und Amiri, komm, einmal ein Griff an den Gürtel. Leichte Wunden heilen sollte eigentlich reichen. Komm, so viel Schaden macht die nicht. Das schaffst du. Ja. Kommt schon! Lindsay, in den Nahkampf. Ja, ich habe letzte Wünsche. Haut es um! Oh, es kann nicht sein. Ja, und der Geschicklichkeitsschaden. Ah, die anderen beiden stehen da. Das war wieder mein... Da hätte ich die KI gerne wieder anschalten können. Die stand natürlich dann ideenlos rum. Und es ist durchaus ein mieses, ekliges Bastardvieh. Aber für uns definitiv schaffbar. Ja. Amiri. Das ist natürlich eine sehr tragische Geschichte. Sehr, sehr tragisch. Solange ich nicht weiß, ob ich die Möglichkeit habe, meine die Leute, die ich habe, entweder zu ersetzen, indem ich in einem Gasthaus quasi alternative Charaktere nachrekrutieren kann, oder anderweitig ihrem Tod entgegenzuwirken, heißt sie quasi zu einem Priester schleppen,
Würde ich tatsächlich versuchen, Charaktertode zu vermeiden. Denn dann kann es sein, dass ich mich schnell in Situationen manövriere, aus denen es gar kein Entkommen mehr gibt. So. All this waiting bores me. Achso, haben wir gar nicht mehr ready. Na gut. Dann müssen uns zwei Kreaturen reichen. Here I am. See. Who will prevail? Does it matter? Okay. Stimmen ein wunderbares Lied an. Denn entschlossen und tapfer schreiten wir voran in die Schlacht. Einmal mehr aufs Neue. Wie lange brauchst du denn noch, Amiri? So, nicht Amiri. Lindsay. Okay. Sieht erstmal ganz gut aus. Die sind soweit geblockt und stehen sich selbst im Weg. Die beiden machen den Sturmangriff. Dann versuchen wir, sie zu erwischen. Das ist denkbar schlecht. Er hat jetzt die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ah, Harim. Na gut, das könnte sogar hinhauen. Gut. Okay, und jetzt hat irgendwer hat jetzt hier Riesenspinngift verursacht, Stärke-Schaden. Gut, alles klar. Der Stärke-Debuff kommt also auch von denen. Was für Möglichkeiten haben wir jetzt? Ah ja, genau. Komm, wo ist er denn? Bebende Knochen. Und Raksha probiert das gleiche. Geballte Klerikerkraft. 17 Schaden. Das ist richtig satt. Und Harim probiert es auch gleich nochmal. Aber erstmal einmal für ihn die Heilaura. Komm, Harim, jetzt mach was. Okay. Er ist nicht tot. Wenn das Geschicklichkeitsgift nochmal wirkt, dann schon. So. Durchaus schaffbar. Dann wollte ich auf jeden Fall mal, komm, probier mal. War es die Benommenheit? Nein, es war nicht die Benommenheit, oder? Genau, das war Humanoid. Aber hattest doch irgendwas? Lachanfall funktioniert auch nur auf Humanoide. Wo ist denn dieses Geräusch? Was ist das hier? Ah, ohrenbetäubender Schrei. Lindsay verursacht einen Schaden. Rettungswurf von ihr gegen die Betäubung leider erfolgreich. Und Amiri ist schon wieder noch ein so ein Treffer und das war's. Der Schlag ging leider daneben. Einen weiteren Zauber habe ich nicht. Sturmangriff kann ich aus der Nähe nicht machen. Ach, komm! Warum ist Raksha schon wieder? Komm, jetzt hau sie um. Hau sie um. Hier, jetzt sind wir schon wieder. Achso, jetzt sind wir, weil wir sie gerade eben umgehauen haben. Es ist so knapp. Es ist so unglaublich knapp. Aber ich denke auch, dass das hier die beiden schweren Stellen sind. Hoffentlich. So, einmal wieder ein neues Monster herbeizaubern. Ebenfalls. Das hat sich auf jeden Fall bewährt. Warum bin ich jetzt in Autopause? Hat das tatsächlich jetzt schon einen Kampf ausgelöst? Oh nein. Oh nein. Ach Leute. Gut, nehmen wir die auseinander. Wir können auf jeden Fall, glaube ich, noch mehr Wesen beschwören. Und wir schalten die KI wieder an. Haut sie einfach in Stücke.
Okay. Sehr schön. Also nochmal. Beschwöre eine neue Kreatur. Und hier sind wir jetzt am Ende unserer Kräfte. Genau, wir haben jetzt leider nur eine zur Verfügung. Gut. Wir machen einfach das Beste draus. Just letting the ink dry. Can you make an epic pose? I need inspiration. Okay, wir probieren jetzt nochmal. Chargen wir und verzaubern aus dem Nahkampf. Wenn ich jetzt Amiri zuerst wieder vorlaufen lasse, ist sie auch gleich wieder die Erste, die ins Gras beißt. So. Gut, gut, gut. Probieren wir das so. Nummer 1. Warum kann ich den Sturmangriff gerade nicht durchführen? Verstehe ich nicht. Vielleicht, weil ich gerade irgendwie nicht stehe oder so. Muss ich jetzt gleich auf den gehen? Das ist eigentlich mir gar nicht recht. Okay, nochmal. Knochen. Du bist so gut wie tot und Amiri schießt drauf, dann machst du den Zauber auf ihn. Und du zauberst auf jeden Fall auf das große Vieh. Gut, das ist erledigt. Du hilfst hier nochmal mit. So, jetzt ist der Schaden nicht mehr auf Amiri, sondern auf Raksha. Und Raksha kann es halt auch überhaupt nicht gebrauchen. Am ehesten noch unser guter Harim, der hier leider auch nicht mehr ranchargen kann. Okay, sie greift jetzt ihn an. Besser kann es tatsächlich gerade nicht sein. Stehen alle zu dicht dran für Sturmangriff. Wir haben hier noch einmal den Angriffszauber von Harim. Den setzen wir jetzt ein. Er hat ihn verbraucht. Auch das Chaos. Könnte man jetzt nochmal probieren. Ich hoffe immer noch darauf, dass Amiri einfach trifft. Wie sieht es bei ihr eigentlich gerade aus? Oh. Dadurch, dass ihre Stärke so weit gesenkt ist, natürlich wirklich schlimm. Und die Riesenspinne hat eine Rüstungsklasse von 22. Wir haben das gleiche Problem wie mit dem Riesenvieh, nur noch schlimmer. Haben wir etwas im Inventar, um dagegen zu wirken? Wir haben natürlich leichte Wunden verursachen. Unheil. Zersetzender Hauch pro Zauberstufe. Ja. Schockgriff ist auch noch ein bisschen schwach. Schwächestrahl. Ein Berührungsangriff. Was haben wir hier? Schutz vor Chaos. Nee. Kälte widerstehen wird uns auch nicht helfen. Hier haben wir die Magierüstung, die könnte uns helfen. Könnten nochmal Personen vergrößern machen. Das gibt, glaube ich, auch nochmal einen Stärkebonus, ne? Wo haben wir es denn hier? Oh mein Gott. Und ein Malus von minus 2 auf Geschicklichkeit. Bis auf ein Minimum von 1. Okay, das Minimum hat sie ohnehin schon. Aber, naja, gucken wir mal, ob sie das jetzt überhaupt irgendwie nochmal kurz überlebt. Da reicht ja schon ein minimaler Treffer. Können wir vielleicht mal bitte das hier schließen? Wo haben wir denn den Gürtel hier? Zack, tot. Weil sie wieder doch irgendwie wieder Gift abbekommen hat.
Diese Ahornhöhlen sind einfach ein Ort des Grauens. Gut. Also, ich kann den Trank natürlich wieder vorher zu mir nehmen. Versengender Feuerstrahl. Jeder Strahl verursacht 4d6. Und jenseits von Stufe 3. Okay, also wir machen 4w6 Schaden, was halt ziemlich gut ist. Den bekommt jetzt mal... Ups. Na komm. Dann so ausrüsten. Den bekommt sie jetzt da in ihre Leiste. Sie kann damit halt umgehen, da sie ja bei ihren Fähigkeiten sehr geschickt im Umgang mit magischen Gegenständen ist. Wir haben natürlich auch noch den Stab mit Bleiklingen. Alle deine Nahkampfwaffen eine Größenstufe mehr als normal. Eine Größenstufe. Was haben wir denn hier? Wir haben hier 2 bis 9, 1d8. Ja, da müsste aus 1d8 wahrscheinlich auch 2d6 werden, nicht wahr? Mit einem Angriff von plus 3. Ist tatsächlich gar nicht mal... Da kann man was mit anfangen. Gut. Sie bekommt nochmal wieder den guten Personenvergrößern-Trank. Ansonsten haben wir hier auch noch Alchemistenfeuer. Und das ist ein Flächen... Oh mein Gott, bleibt nochmal stehen. Ein Flächenschaden. Er leidet einen Feuerschaden. Und in der Runde nach einem direkten Treffer ein D6. Finde ich gut. Finde ich gut. Aber wer wirft? Wer wirft? Probieren wir mal mit ihm zu werfen. Genau, Schockgriff und die Rollen können sowieso nur Linsen benutzen. Trank verschwinden. Ein Heimlichkeitsbonus. Da könnte man wahrscheinlich auch noch was draus machen. So, ein Rüstungsbonus, Erhöhung, Rindenhaut, Kälte widerstehen. Ich müsste echt nochmal irgendwie mal überlegen, wegen dieser Magierrüstung, ob die quasi mich auch davor schützt, von diesen Effekten getroffen zu werden. Ja. Gut. Dann ist das erstmal, was wir hier noch so mitbringen. Ja, du bist wieder ganz in Gedanken verloren. Alles gut. Kann ich auch verstehen. Wir nehmen nochmal einen Trank. Wir speichern. Wir beschwören unser letztes Kreatürchen. Tja. Schade, dass wir die gerade eben links aufgebraucht haben. So. Du ziehst den Personenvergrößern-Trank rein. Du stimmst dein Liedchen an. Und jetzt möchte ich bitte eine ordentliche, taugliche Kampfformation sehen. So, das Vieh stürmt vor. Das Vieh geht außen rum. Dann versuchen wir jetzt, das zuerst wegzuholzen. Warum kann ich den Sturmangriff bei ihr nicht nutzen? Ich vermute mal, sie hat einfach jetzt zu wenig Stärke oder irgendetwas. Was natürlich wirklich schade ist. So. Sturm. Sturm. Nehmen wir. Und wer sollte werfen? Du solltest werfen. Wo ist denn das Alchemistenfeuer? Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass wir nicht unsere eigenen Leute treffen. Da sollte der eigentlich stehen bleiben. Und das sollte natürlich beide... Na ja gut, es sind aber beide markiert, ne? Wenn ich hier hinwerfe, sind beide umrandet. Orksha hält den auf. Und der sengende Strahl wird von Lindsay einmal angewandt. Und was tut Amiri? Amiri, Amiri, Amiri. So, das hat schon mal gesessen, das ist gut. Hier ging schon mal Gift auf den, das finde ich auch sehr gut. Und jetzt
Sengender Strahl, komm schon. Der muss sitzen. Arim. Sturmangriff, alles zu dicht. Das Vieh zumindest. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass wir einfach zu viele von diesen Viechern hier haben. Und ich weiß nicht, worauf Lindsay wartet. Die schießt die ganze Zeit. Ich habe ihr doch dreimal gesagt, dass sie diese Rolle benutzen soll, oder? Ich bin entsetzt. Das war ein schöner Treffer. Oh mein Gott, wir haben ja fast keine Lebensenergie mehr. Ja, jetzt liegen wir am Boden und sind wahrscheinlich auch gleich tot. Ich brauche, glaube ich, nicht viel weiter gucken. Kann mit ihm nochmal den Schadenszauber wirken. Okay. Hast du den jetzt überhaupt schon einmal gezaubert, Lindsay? Oder fehlgeschlagen. Sie muss eine 23 schaffen. Das heißt, sie müsste mindestens eine 16 würfeln. Okay, das ist jetzt nicht so überraschend, dass sie das nicht schafft. Und da haben wir dann die Situation wieder falsch beurteilt. Just letting the ink dry. So, meine Engstirnigkeit steht mir jetzt natürlich so ein bisschen im Weg, sofort zurückzugehen, zu heilen und das nochmal zu probieren. Denn bei den ganzen Rasten, die wir einlegen müssen hier, da wird es langsam dann auch relevant, dass man sagen kann, man muss aufpassen, dass man das Zeitlimit einhält. So, wir haben ja nur irgendwie 88 Tage. Und so langsam kommen wir da bedrohlich nahe ran. Gut, wir setzen erstmal alles, auch mit ganz banalen Sturmangriffen darauf um, wieder ein Vieh auszuschalten. Bitte, Dankeschön. Gut, Amiri, du versuchst es jetzt schon. Hoffentlich ist das Glück mit dir. Und ihr anderen, probiert es nochmal an der Spinne. Ich möchte die Zauber für das große Vieh aufbewahren. Also muss ich ein bisschen Glück haben, dass wir die Riesenspinne da unten jetzt vernichten. Sieht gar nicht so schlecht aus. So, Raksha stirbt. Trink, trink, trink. Und er sackt zusammen. Jetzt bricht erst das Vieh ein. Alchemistenfeuer hat wenig gebracht in der einen Runde. Bebende Knochen. So. Und dass Amiri momentan hier keine Erfolge erzielt. Jetzt kann sie merkwürdigerweise wieder einen Sturmangriff machen. Gut, ich ziehe sie jetzt mal trotz Gelegenheitsangriff raus. Gut, den gab es nicht. Und stürme mit ihr. Oh, leider daneben. Und wie viel hat Harim geschafft? Harim, Konzentrationswurf nicht geschafft. Also sein Angriff, sein Zauber ist verpufft. Es hängt schon wieder. Komm, wirf doch jemand eine 20. Ein kritischer Treffer und das Thema wäre durch. Harim hält jetzt hier einfach nur die Stellung. Guckt, dass er sich nicht unterkriegen lässt. Und wir hoffen darauf. Ich kann natürlich nochmal das Alchemistenfeuer werfen, jetzt ist es auch egal. Vier Schaden, das reicht natürlich bei weitem nicht aus. Fehlschlag.
Das sind einfach die herabgesetzten Werte, dass wir hier überhaupt kein Land mehr sehen. Sonst wären wir viel vorbereiteter, also wir sind schon viel vorbereiteter in diesen Kampf gegangen, als in den Kampf gegen diesen Tausendfüßler. Komm. Ein Glückstreffer. Deine große Stunde. Komm, ist keiner tot, Lindsay. Deine Stunde. Protect me, please. Nee, nicht wirklich. Ach komm, es gibt immer diese heroischen Momente. Einmal kritisch. Nein. Es war einfach nicht gegönnt. Gut. Ich bin sicher. Ich weiß nicht, wie viele Gegner noch kommen. Ich sehe natürlich, wir sind kurz davor, hier das Ruder herumzureißen. Aber Rogsha hat mal wieder eine göttliche Eingebung erhalten. Eine sinnvolle göttliche Eingebung. Und die sagt ihm, vor ihm wartet nur der sichere Tod. Und deshalb legen wir uns hier erstmal mit niederem Gesocks an. Und werden hier auch schon wieder von der Stärke runtergeknüppelt und allem. So, die KI ist an. Ihr sucht euch selber eure Gegner. Ich finde es auch super genial, wie Rogsha immer wieder versucht, seinen Doppelschlag durchzukriegen, auf den ich auch mega stolz bin. Ich glaube, es ist ihm noch nicht einmal wirklich gelungen. Aber das wäre doch mal was. So. Es kann doch auch nicht sein, dass diese ganzen Kreaturen, also, weiß ich nicht, will man die nicht mal irgendwie Giftdrüsen abnehmen oder die Mandibeln knacken? I won't be halted. Ah, was haben wir hier? Könnte da natürlich auch noch sein, dass wir einfach eine Truhe finden. Das ist aber tatsächlich einfach nur eine Falle. Cut them to pieces! Run them through! Einfach alles niedermähen. Harim und Rogsha halten wieder ihren Schildwall. Amiri nutzt den Moment, um mit ihrem großen Schwert einfach eine Bresche nach der nächsten zu schlagen. Also im Kampf gegen solche Untiere haben sie sich auf jeden Fall schon bewiesen. Und das habt ihr auch wieder sehr gut gemacht. Lindsay. So, wir vertrauen dir, wir bleiben mal hier in der Nähe stehen. Ja. Wir haben dir vertraut. Zeit genug, um mal die gruppeninternen Probleme durchzureden. Harim ist der Erste, den es stört und der es nicht mehr erträgt. Und Rogsha ist der Einzige, der viel zu sehr damit beschäftigt ist, Reden zu schwingen. Und deswegen sich einfach nicht aus der Falle befreien möchte. Ja, dann warte nicht. Reiß dich los und brich auf. Wir müssen eine ein- und... Wir können das gar nicht schaffen. Gut. Wäre jetzt vielleicht nochmal einen Moment, um zu gucken, haben wir denn hier Gebrechen heilen? Wenn du ein Gebrechen behandelst, müsst du dich einen kranken oder vergifteten Charakter. Gut. Aber das hier ist kein Gebrechen, sondern eine Falle, die uns bindet. Demoralisierung, das bringt uns alles nichts. Ja, schade. Haben wir keine Möglichkeit, ihn hier mal irgendwie rauszuholen? Obwohl. Unter Umständen fällt mir einer ein. Es tut mir leid, das zu sagen. Und ich weiß, du bist ein stolzer Zwerg, aber ich glaube, du musst mal aus deiner Rüstung raus. So. Eine absolute Demütigung für einen Zwerg. Das sieht schon wesentlich besser aus.
Ihr könnt ja schon mal ein Picknick machen. Während langsam, aber sicher, minutiös, Minute um Minute sich unser Rockscher hier durchaalt. Ich hoffe, es gibt einen weiteren Weg hinaus und wir müssen nicht einfach in die andere Richtung laufen. Derweil erkunden die schon mal, die schaffen das auch ohne dich. Ja, was ist denn das Athletikwurf gegen 15? Also komm, bitte. Das finde ich ja durchaus schaffbar. Ah, guck mal, was für eine niedliche lila Spinne. So, eine verzierte Schwertscheide. Mal wieder ein bisschen Geld und Luxusgut. Ein silbernes Tintenfass, ein Kupferring, also nichts Neues. Aber so ein bisschen Kladderadatsch kann nicht schaden. Sag mal, was ist denn jetzt los hier? Wir sind leicht. Haben keinen Malus. Wir haben die Rüstung abgelegt. Besser wird's, glaube ich, nicht. Wenn wir nicht anfangen, uns mit irgendwas zu buffen. Schadensbonus und Mali, das ist tatsächlich. Ich glaube, wir deaktivieren auch erstmal den Doppelschlag hier. Der führt eigentlich nur dazu. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Hey! Sehr gut. So. Eine der Sachen, bei denen Rockstar verlangt, dass seine Gefährten auf ewig Stillschweigen darüber bewahren, wie er gezwungen war, seine Rüstung abzulegen. Zu den Alt-Ahorn-Höhlen. Nach draußen. Gut, wir nehmen jetzt einfach mal diesen Weg. Was haben wir denn hier? Jetzt sind hier merkwürdigerweise Sachen, die wir mitnehmen können. Eine leere Schwertfürstenscheide aus Reststoff. Nochmal etwas mehr Geld. Und ein wenig Arzneikräuter. Gut. Vom Regen in die Traufe. Aber nicht die schlimmste Situation, in der wir uns bisher befunden haben. So, aufgewacht. Lindsay, tatsächlich geht's dir so gut. Ja, selbst wenn du nichts schaffen solltest, kannst du mal dafür sorgen, dass die anderen weniger abkriegen. Ihr habt auch keine Lust, oder? Ihr solltet eigentlich vorstürmen und Rockstar kriegt hier schon wieder viel zu viel ab. So. Es macht die tot. Dam 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 dam. Ja, merkt, also eine der ungünstigsten Positionen, die wir uns bisher befunden haben. Wir müssen auf jeden Fall eine Seite freischlagen, damit wir uns auf eine Front konzentrieren können. Gut, dann müssen wir doch den Zauber gegen dieses Vieh einsetzen. Das war der Erfolg, den ich mir gehofft habe. Schön die Knochen dieser Spinne gegriffen und von innen heraus. Ja, weiß ich auch nicht. Oh, nein. Bitte nicht. Ich glaube, Entschuldigung, aber bevor ich mir das nochmal antue, automatisches Speichern. Gucken wir mal. Aber ich muss schon sagen, er bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm. Er besteht zwar Widrigkeiten, wo viele andere schon ein Ende gefunden haben. Aber heldenhaft. Das kann man auf die eine oder auf die andere Waagschale legen, wie man diese Erlebnisse bewerten möchte. So, nochmal Sturm. Immer noch Schwert. Ja, komm, es wäre natürlich super, wenn du es irgendwie schaffst, da auf die zuzustürmen, aber
Ja, und jetzt ist auch er schon wieder gelähmt. Mann, Mann, Mann. Bebende Knochen. Na, gut. Dann doch lieber bebende Knochen auf ihn. Das lief gut. Das lief auch gut. Ja, Lindsay, so ist es, wenn man in erster Reihe steht. Und versucht, mit einem Zahnstocher Schaden anzurichten. So, einen tiefen Schluck. Und dann trifft man auch wieder. Splendid! So, Lindsay. Oh, was haben wir hier? Ah. Okay, wir haben scheinbar ein Hindernis beiseite geräumt. Komm, bitte. Schaff es einfach. It's just not my lucky day. Eine 8 und 18. Na komm, eine 10. Also bitte. I failed. Ja, aber gleich beim nächsten Mal. Anything else? Gut. Ja. Du kannst dich gleich nochmal um die hier oben kümmern. Aber zackig. Applaus, please. So. Wir stellen fest, Lindsay arbeitet nur unter Druck wirklich gut. Vergoldetes Horn, sehr schön. Nochmal ein Verschwindentrank. Und was haben wir hier? Ein taldanische Kriegererkennungsmarke. Okay. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, ist Oleg wirklich unser Antiquitätenhändler des Vertrauens? Ich habe das Gefühl, er kann Antiquitäten nicht von Tand oder Schund unterscheiden. Also ja, er bezahlt uns schon mehr dafür. Aber vielleicht gibt es einen, weiß ich nicht, gibt es einen besseren Abnehmer dafür. Repent. Ich bin überlegen, sagt Rockstar. Na, dann immer rauf. Ich habe das Gefühl, ihr müsst echt mal wieder euch ausschlafen. Viele Kämpfe werden wir... Ja, Lindsay hat eine ganze Menge erlitten, hier auch. Viele Kämpfe werden wir nicht mehr bestreiten. Das Gift bemächtigt sich langsam der Körper. Was für eine Konstruktion ist denn hier? Okay, Moment. Das liegt hier doch oben, oder? Nein. Ein Silberbarren. Und Silberringe und Münzen. Wurde hier auch geschürft? Würde ich sagen, ne? Das sind ja hier Stollenarbeiten. Ja, so, wieder kleines Gesocks. Damit verfahren wir wie üblich. Lindsay darf sich wieder ganz normal einschießen. Wir können natürlich nochmal ihr Lied anstimmen. Alles, was uns ein bisschen hilft, ist sehr willkommen. Ja, gut. Doch, ich bin ganz zufrieden. Amiri, gut gesehen. Kritischer Treffer. Das schmerzt. Aber nichts, was uns wirklich in die Knie zwingt. Und hier liegt noch eine alte Rostlandmünze. Alles mitnehmen. Die Karren wurden vor langer Zeit von menschlichen Minenarbeitern zurückgelassen. Irgendwie ist es den Kobolden gelungen, sie zu reparieren.
Ich erinnere mich, wir haben doch auch für die Minenkarren irgendetwas entdeckt. Wir tragen doch noch dieses eine... Irgendwas tragen wir noch mit uns rum. Ein Hebel oder dergleichen. Ja, wunderbar. Dann nimm dir doch mal die nächste Form. Alle gehen, alle fallen. Traurig, traurig. Winzling, Kobold. Kaputt. Jetzt alles kaputt. So. Wir haben ganz schön viel auf uns genommen. Du dreckiger Kobold. Dein König, auf den ist die Jagd eröffnet. Und was machst du hier? Was ist das überhaupt? Unsere Reise durch den geheimnisvollen Kerker führte uns auf verschlungenen Wegen zu einer alten Mine. Eine riesige Luke im Boden versperrte uns den Weg. Sie stand halb offen und quietschte wütend, während sie darauf wartete, arglose Abenteurer in den Abyss zu stürzen. Da sie sich von Wand zu Wand erstreckte, war es unmöglich, diese tödliche Falle einfach zu umgehen. Brechen, alles zerbrechen! Als wir uns umdrehten, sahen wir einen Kobold, der neben einem geborstenen Hebel am Boden saß. Der Kobold hatte den Kopf in seine Hände gelegt, sprang aber auf, als er uns bemerkte. Stopp! Ihr gehen, ihr fallen! Alle gehen, alle fallen! Sorge, Sorge! Mit diesen Worten verschwand die beklagenswerte Kreatur laut lamentierend in einem der Gänge. Dann... Ich würde tatsächlich gerne erstmal mein Glück nicht herausfordern. Und hoffen, dass ich gleich die Möglichkeit habe, nochmal wiederzukehren. Aber Tricks 14. Versuchten wir, die Türen zu blockieren, um die Falle zu deaktivieren. Lindsay, mach das mal. Wenn ich hier und hier... Wir nutzten unsere Weisheit und unsere Geschicklichkeit, um die unheilvolle Luke zu blockieren. Nun konnten wir ohne Furcht weitergehen. So konnten wir der Dunkelheit des gehenden Abgrundes ein Schnippchen schlagen. Wie sie in ihren eigenen Berichten sehr... zurückhaltend ist. Denn ganz ehrlich, das war Lindsays Arbeit. Aber ich hätte gedacht, dass vielleicht dieser Hebel auch ein Ort ist, wo wir den Hebel hätten einsetzen können. Aber gut. Ja, hier, die sind auch schon völlig abgeschlagen und erschöpft. Oder warum seid ihr so langsam, hm? Falle ausgelöst. Ein dreckiger Säureschaden. Ja, wir haben noch einmal leichte Wunden heilen. Das muss schnell gehen. Ja, nimm noch mal einen Schluck. Hier sind wir wahrlich nicht willkommen. Er hat diese Fallen eigentlich ausgelegt. Und wie schwer schätzt du diese Falle ein, Lindsay? Okay, machbar, denke ich. Gut. Ich denke, es wird nicht mehr allzu lange dauern und wir laufen auch hier in einen Bereich, wo wir den Weg nicht weiter antreten können. Kobold-Torwächterin. Okay, seht ihr das da drüben? Wenn sie probiert doch mal, sie aus der Entfernung zu treffen. Oh, das hast du gut gesehen. Wir bleiben stehen. Lass sie rankommen. Passt auf, dass ihr nicht in die Fallen tretet. Magisches Geschoss. Bogenschützen. Und wieder war es eine fatale Vision von Raksha. Der erblickte, wie die Gruppe kurz davor war, in einen tödlichen Hinterhalt zu laufen. Das muss unglaublich viel Kopfschmerzen geben. Nein, das hat alles keinen Sinn. Wir treten den Rückzug an.
Und wir kommen gestärkt wieder. Und hoffentlich mit vollen Vorräten. Denn ich habe bisher noch nicht gesehen, wo ich die nachkaufen kann. Wir können natürlich auch nochmal versuchen, hier eine Rast einzulegen. Aber ich bin der Meinung, wir haben nicht genug Vorräte. Aber wenn das uns gelingen würde, dann könnten wir tatsächlich schauen, ob wir den Vorstoß weiter voranbringen. So, wir brauchen 4 Rationen und haben nur 2. Trotzdem können wir die Ruhepause beginnen. Aber was heißt das dann für uns? Zauber werden regeneriert. Und da würden wir wahrscheinlich wieder aufwachen. Attributswerte wiederhergestellt. Ah ja, hier oben sehen wir auf jeden Fall... Ach und... Ah, okay. Das kann ich bewegen. Dann würde ich tatsächlich eine 18-stündige Ruhepause probieren. Hätte ich die anderen Pausen auch schon länger machen können? Ah, okay. Wir können sie aber nicht beginnen. Wahrscheinlich eben, weil diese Sachen fehlen. Und was wäre das gewesen? Das ist wahrscheinlich dann... Raste so lange bis zur vollständigen Heilung? Können wir Zauber... Okay, Moment, das probiere ich jetzt nochmal. Können wir hier uns für 8 Stunden hinlegen, regenerieren die Zauber? What god do the six bears venerate? The men? Gorum, of course. Because they're all such great warriors, you know. As for the women, they worship either their ancestors or Erastil. They tried to stop me from praying to Gorum, but I smashed a couple of mugs, and they left me be. So ist Amiri. Keine von den normalen, leicht zu zermürbenden Weibern, sondern eine hartgesottene Kriegerfrau. Barbaren. Gut. Es hat für Heilung gereicht. Ah, schade. Aber nicht für die Zauberregeneration. Ja. Mist, verdammt. 0000. Hierfür bräuchte ich dann immer noch 0 Rationen. Dauert 9 Stunden. Die Gruppe wird nicht ausruhen. Aber die Zauber werden regeneriert. Probiere ich jetzt einfach nochmal aus. I sank to such lows after my exile. I was a pathetic sot, drowning my feelings of uselessness in cheap drinks. How ironic is it that the teachings of Grotus would bring sense to my life? Vom Alkoholismus zum Nihilismus. Weit gekommen, Harry. Ja, nein. Leider. Wir stellen fest, die Rast hier unten erholt uns leider überhaupt nicht. Wir werden den Rückweg antreten. So, ich hoffe darauf, dass es eine Verbindung nach oben gibt. Den Kampf sollten wir eigentlich noch gewinnen, auch wenn wir völlig geschwächt sind. Ja, die nehmen wir aber trotzdem noch auseinander. Ein Glück, dass das Gift Harim erwischt hat. Der Einzige, der noch ein wenig verträgt. Goldener Tand, eine Jadenadel, silberne Statuetten, Schild des Glaubens. Das kann man alles mitnehmen. Oh. Ich hätte nie gedacht, dass es in diesen Höhlen solche Spalten gibt. Das ist der Bereich, wo die Brücke fehlt. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Aber ich sehe hier keine Möglichkeit, den zu überwinden. Okay.
sieht bitter aus. Aber wir können wohl wirklich nur den Weg wieder in die untere Höhle nehmen und von dort uns zurückziehen. Ich werde mal gucken, wie weit wir diesen Weg noch gehen können. Ich würde ungern jetzt das noch zu sehr hinausstrecken, diese Folge, aber vielleicht kommen wir ja gut voran. Oder entdecken halt hier noch eine Abkürzung. Das kann noch sein. Auf jeden Fall noch ein weiteres Schlachtfeld. Wieder Goblins und Winzlinge. Und ein angekohltes Halskettenfragment. Das sieht gut aus. Das könnte etwas sein. Da ist auf jeden Fall ein Mechanismus. Hämatit und Bernstein. Und ein magischer Zweihänder. Ein Zweihänder plus eins. Den wahrscheinlich nur Amiri führen kann. Sie kann ihn auf jeden Fall führen. Unsere Bardin nicht und unsere beiden Kleriker ebenfalls nicht. Ich glaube, der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass sie damit besser treffen würde. Plus, ja, sie würde wesentlich besser treffen. Und 4 Maximalschaden weniger machen. Der Minimalschaden bleibt gleich. Don't give that to me. Oh, bitte was? That is mine. Cannot have it. Okay, sie ist ein bisschen besitzergreifend. Sie wird richtig fuchsig, wenn man versucht, ihr großes Schwert wegzunehmen. Minus auf Bewegungsrate, trägst Beweglichkeit und den Geschicklichkeitsbonus, aber der wäre bei ihr ohnehin nicht höher. Gut, es ist glaube ich nicht schlimm, wenn sie auf mittlere Belastung geht. Ich lasse sie jetzt erstmal die andere Waffe führen. Oh, dieses unsichtbare Schwert. Ja, damit wir mit ihr noch ein bisschen mehr die Möglichkeit haben zu treffen. Auch wenn natürlich etwas weniger Schaden dann dabei rumkommt. Was haben wir denn hier? Ist das etwa von der anderen Seite? Dem primitiven Flaschenzug scheint ein Teil zu fehlen. Gut. Kann natürlich sein, dass wir den auf der anderen Seite der Höhle entdecken würden. Dann gibt es nur noch den Weg nach hier. Nein, der ist hier auch zu Ende. Dann haben wir alle Wege hier unten beschritten und keiner führt uns wirklich weiter. Schade. Seelenverschlinger und einige Daimonen können die Seele eines lebenden Wesens verzehren, sodass dessen Wiedererweckung schwierig wird. Und das mit der Wiedererweckung ist halt das, was mich interessiert. Müsste ja heißen, wir können halt ein gefallenes Mitglied irgendwie wieder zurückholen. Gut. Den Weg zurück an die Oberfläche, den Walk, den Gang der Schande, gehen wir dann nächstes Mal gemeinsam. Und dann räumen wir endgültig diese Höhlen hier auf, treiben alles Gesocks aus und finden heraus, was es hiermit auf sich hat. Beim nächsten Mal, euer Rockstar. Ciao.